in gemeinsame Grundsätze, natürlich unter Annahmen der Wirtschafts- und Finanzpolitik, aber auch gemeinschaftliches Vertrauen weit darüber hinaus. Und dabei ist existenziell für dieses gemeinsame Verständnis, dass wir auf der einen Seite solidarisch zueinander sind, dass aber auf der anderen Seite jeder auch seinen eigenen Beitrag zur Lösung von Problemen leistet. Solidarität und Eigenverantwortung sind wieder zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir bei jeder Herausforderung Kompromisse finden. Europa lebt von der Fähigkeit, Kompromisse zu finden. Wenn diese Fähigkeit zum Finden von Kompromissen verloren geht, dann ist Europa verloren. Und in diesem Sinne ist auch der Satz zu verstehen, den ich schon des Öfteren gesagt habe: Scheitert der Euro, scheitert Europa.